Du bist ein Zombie. Okay. Wollen wir uns das restliche Eisen noch? Von dem ich nicht mal wusste, dass das hier war. Wie gut, dass wir es aufgehoben haben. Das ist so, sind so etwas größere Vorkommen. Mal immer gebrauchen. Was auch genommen. Dein Gesicht erinnerte mich an Herobrine. Deswegen wollte ich es unbedingt einschlagen. I'm so sorry. Mach das nicht in real life, okay? Nur weil euch jemand, irgendwer an wen erinnert, hast du noch lange nicht, dass man den dann hauen darf. In-game ist alles okay, aber real life, nee, man kennt's. Man will ja auch nicht verprügelt werden für das, was andere getan haben. So. Ah, wir sind fast zu Hause. Schön. Was bist du denn für einer? Hi! Okay, dann steht da irgendwas? Ansonsten, ich habe auch ganz viel Blut jetzt für dich. Ich war mal so ein bisschen unter Tage und habe brauchst kein Blut mehr? Hallo, was bist du für einer? Das ging schnell. So. Hallo Bermut. Ja, aber nur in Spooktober. Nur in Spooktober. Während des Spooktober-Specials bin ich jetzt immer abends unterwegs. Ansonsten bin ich ja trotzdem auch immer tagsüber. Vampire Blood, Pure Blood, okay. Ich habe reines Blut, das ist auch sehr spannend. Nächstes Level kannst du Fledermaus werden, alles klar. Das klingt cool. Du bist da. Ich bin tatsächlich hier in meinem Verzauberungsding, da wo die eine Truhe ist mit den ganzen ja, Vampir- und Werwolf-Kram. Vampire Fangs, kann man stacken eigentlich. Halt. Da ist, sind so ein paar Blutflaschen drin, da kannst du dich bedienen. Aber nur, wenn du mich dafür in Ruhe lässt. Da kommen noch ein paar dazu. Ja. Ich weiß nicht, wenn man Vampire tötet, dann kriegt man die. Noch irgendwas, was hier rein muss? Ah ja, hier ist noch eine. Eine habe ich noch. So. Das müsste es gewesen sein. Ja. Ja, das war's. Aber von wegen, das war's nicht. Ich meine, das ist ja ordentlich viel. Gerne. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie ich mich heile. Viel Spaß beim Level. Ja, wir haben, Bermutsch, wir haben gerade Spooktober-Special und deswegen ist jetzt gerade mal Abendstream. Sonst, es wird auch wieder vormittags und es wird auch wieder, es wird auch wieder Valheim geben, aber das wird noch ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit machen wir hier gerade unser kleines Special mit Regenbogen! Und it's so precious, so pretty. Oh. So schön. Ja, genau. Wir haben halt hier Modpacken selbst von mir erstelltes, ne? Und haben so eine kleine Halloween-Welt sozusagen mit so Vampiren und Werwölfen und weiß der Geier, was nicht noch alles. Wir haben Spaß hier. Ganz viel Spaß. Meine erste Katze war tatsächlich schwarz, da bin ich immer noch happy drüber. So. Geht aber braucht sehr viel Blut. Okay. Ich habe noch zwei Bluteimer, ne? Ach nee, die hattest du schon. Aber ich weiß, wo man mehr herkriegt. Also im Zweifel, wenn du mir die Eimer wiedergibst, dann kann ich dir mehr besorgen. Was wollte ich gerade? Achso, ich muss mal eben zum Spawn.
Spawn, 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 spawn. Alles gut, ich muss eh kurz zum Spawn, ich muss was gucken. Da ist ein Creeper, den wollen wir am besten mal nicht. Kann ich das nicht? Hm. Dafür braucht man die Zähne, okay. Oder kann ich da das andere Ding nochmal nutzen? Da baut jemand, wie cool. Aber was wird hier gebaut? Man weiß es nicht. Okay. Sieht aber cool aus. Ja, mit Wänden wird hochgezogen. Ah, also mit Mauern. Sehr nice. Okay. Muss ich warten, bis ich Vampir bin. Ja. Ich dachte, ich schaff's nicht mehr durch. Wie viele Vampirzähne habe ich? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Morgens auch noch selten schauen, ist mir tatsächlich nur wegen Krankenschein aufgefallen. Ach so. Oh je. Ich habe 8. Perfekt. 8 Zähne. Das Ding. Nein. Mach die Tür zu. So. Wo hatte ich mein Glas hingetan? Das Ei. Nee, ich brauche mein Glas. Warum habe ich auch alle gleich sofort verbraucht? Ich Trottelchen. Naja, egal. Hallo? Hä? Dankeschön. Ich dachte aber eigentlich eher an die Eimer, weil ich hatte doch da Bluteimer drin. Und wenn man die leer macht, dann müsste man doch eigentlich Eimer wiederbekommen, oder? Ah nee, die sind noch hier. Nein, never mind, vergiss es. Die sind noch da. Alles gut. Nee, 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 alles gut. Genau. Brauchst du nicht? Doch nicht. Nee, alles gut. Alles ist gut. Ich bin ein bisschen verplant heute. Hier ist viel los. Vielleicht später. Nee, dann behalt erstmal den Eimer da. Dann war halt. Alles wird gut. Alles wird gut. 29. 25. Wie komme ich auf 29? Weiß man auch nicht. Gib mich mehr Glas. Aber warte mal, ich brauche Knoblauch, ne? Garlic Injection. Um gegen Vampirkram gefeit zu sein. Ich glaube, ich habe keinen Knoblauch gerade. Ja? Vielleicht nicht hier? Aber woanders? Ich hätte Garlic! Wir haben Garlic. Okay. Und muss warten. Jetzt ist es mal Knoblauch dran. Wir haben noch hier auch, aber hier haben wir noch mehr davon. Das heißt also, hey, ich habe gerade keinen Platz mehr. Geh doch in meine Dings. Kann die doch nicht alle aufnehmen, das geht nicht. Und ich kann jetzt auch wieder wegbauen. So. Was habe ich schon wieder aufgesammelt? Ich hab einen Knopfi. Ich hab einen Knopfi. Ah, da ist eine. Ja, was ist los? Hm?
Das ist ja ein Pad, für mich will auch mal testen. Was machen die Pets überhaupt? Kommt drauf an. Im Zweifel sitzen die nur da. Also es gibt Hunde und Katzen. Ne? Oder was meinst du? Oder meinst du Inventory Pets? Glassbane. Habe ich eine davon, aber ich habe nicht so viel Platz. Und so, warte. Was für ein Pet meinst du denn? Meinst du ein normales Haustier oder meinst du ein Inventory Pet? Das verstehe ich gerade halt nicht. Ein Inventory Pet. Ja, such dir eins aus. Such dir eins aus. Aber was habe ich jetzt hier eigentlich? Sanguinal Injection? Die wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch Knoblauch. Was habe ich hier gemacht? WTF? Nevermind, ich bin ein Trottel. Okay. Weil ich habe noch nicht rausgefunden, wie die Dinger funktionieren, von daher ist okay. Yay. Noch mehr Level. Vielleicht weil Tag ist? Ich weiß es nicht. Du hast nur aufs Pad geklickt. Welches hast du denn benutzt? So werde ich nie viel Knoblauch haben. Dirt Pad, okay. Ich weiß es nicht. Ups. Das war noch nicht fertig. Ah! Oh nein, mein Knoblauch! Ich hatte nur die zwei. Ja, wie gut, dass ich mir schon die Injection gemacht habe. Verdammter Mist. für dich, Bärmutsch, ne? Ich wurde gestern erst von einem Werwolf in der Nacht gebissen und dann von einem Vampir. Beide haben mich praktisch infiziert. Ich bin letzten Endes zu einem Werwolf geworden, nicht zu einem Vampir. Jetzt habe ich extra mich heute von meinem Werwolf-Dasein geheilt. Jetzt, ja, wurde ich von einem Vampir gebissen. Läuft. Es läuft. Einfach nur furchtbar. Und alles, was ich will, ist bauen. Eigentlich. Und die Höhlen erkunden, weil ich brauchte Eisen. Jetzt habe ich Eisen und bereue es. Nee, bereuen tue ich gar nichts. Aber naja. Sagen wir einfach, es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwann besorge ich mir für Bornwheel meine eigene Kiste. Und mache jede Menge Knochen draus. Die können wir uns schon mal holen. Halt. Mach ich. Ich sag Bescheid. Wird aber noch ein Weilchen dauern, denke ich mal. Hoppa. Ich brauche noch viel mehr Hopper. Das heißt, ich brauche mehr Truhen. Ja. Die gurrende Katze. Immer süß. Vor allen Dingen, ich so süß finde bei den Ingame-Katzen, die schnurren. Wenn man sie laufen lässt und man kann mal die Nacht schlafen. Dann schnurren die. Dann legen die sich auf einen und schnurren. Müsste ja hoffentlich irgendwann. Könnte sein, dass die schon reichen. Das heißt, irgendwann brauche ich eigentlich nur noch reine Hopper. Das wird auch noch spannend. Holy shit. Ich brauche so viel davon. Obwohl, wenn ich das mit Doppelkisten mache. Muss mal kurz was ausprobieren. Was ich vielleicht gleich hätte machen sollen. Nur mal ganz kurz. Und wenn ich die jetzt hier wegmache. Und dann packe ich die beide hier rein. Einmal.
Einmal, dann müsste doch hoffentlich beides hier drinnen landen. Dann spare ich mir auf jeden Fall ein bisschen zurück. Oh, yes. Na, fertig mit deinem Test? Und ich bin hier irgendwie der Waste und hab für alle. Und jetzt den Vampirwald suchen. Alles klar. Von Relic aus gesehen nur nach Süden. Genau, nach Süden. Ja. Auf jeden Fall macht's Spaß. Ich muss ja. Also, für den ganzen Kletterradatsch hier muss ich sagen, ich habe echt Spaß hier. Es macht so Laune. Oh no! Okay. Ich würde sagen, es ist fast Nacht. Ab zum Spawn. Ich habe meine. Okay. Hier ist ja zum Glück überall nicht beleuchtet, es ist Nacht. Okay. You will lose all your level. Revert back to respawn. Meine Level! Ja gut, ist egal. Keine Level mehr zu haben, damit kann ich leben. Man kann die ja wiederholen. Nicht! So. Obwohl 25 Level schon echt wehtun. Spawn. So. Aber ich kann ja mein Zeug zurückholen, zum Glück. Das heißt, ich habe doch die. Dann habe ich die gar nicht gebraucht. Was zum Henker? Wozu habe ich die jetzt gemacht? Hinterlassen wir unser Zeichen. Ich war auch Vampir. Lalalala, ab nach Hause. Bevor wir als nächstes noch zum Skelett werden oder sowas. Oder zum Zombie. Ein halbes Herz. Es tut mir leid, ich habe im Moment. Mach ich da? Nee, ich war richtig, okay. Im Moment habe ich kein Zeug mehr. Ich hab nicht mal bei mir was zu essen. Was zu einem Henker. What the heck? Gib mich Kartoffeln. Am, 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 am. Oh, lecker. Yep, funktioniert. Das heißt, ich kann mir damit auf jeden Fall ein bisschen was sparen. So, okay. Haben wir. Du hast die Regenerationsfähigkeit. Das ist doch gut. So, was ich jetzt gerne machen möchte, ist zum zweiten Stock wollte ich schon sagen, Stock hochbauen. Bambus-Creeper? Oh ja, die sind so knuffig. Ich mag die Bambus-Creeper. Die Miets. Okay. Auch immer da unten gerade los ist. Oder da oben. Boink. Ich werde mehr brauchen. Ich werde eindeutig mehr brauchen. Davon möglicherweise auch. Und wo kommt das? Von da drüben, ne? Von hier irgendwo. Das Stück hier wird ja eh noch interessant, weil hier kommt ein Dach drauf. Und hier ist dann praktisch Stuck. Holzstück. Holzstück an der Decke. Ups. Ach ja, ist doch gut da draußen. Oh Gott, die Seite hier ist doch völliger Quatsch. Was mache ich denn? Weil das so. Hier.
So in etwa soll mein Haus später von außen aussehen, minus das grüne Licht. Aber hier ist auch schon die Brücke zu sehen, ne? Der Vollmond, der ist zwar an der falschen Seite, aber egal. Ne? Hier haben wir unser Lesezimmer, hier ist irgendwo der Eingang. Und, so, und hier soll noch ein Türmchen tatsächlich hin. Und das wird vielleicht ein bisschen flacher, aber ich habe hier was falsch gemacht. Mau. Na gut, machen wir das erstmal. Haben wir schon angefangen, jetzt stehen wir auch dazu und machen es erstmal zu Ende. Meets, hört doch auf zu quatschen da drüben. Also die Ingame-Meets, nicht die echten. Die quatschen nicht so viel. Oh oh. Oh 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 oh. Na du? Hallo Ulf. Ich glaube, ich muss noch mal in den Nether heute. Nein. Willst du mitkommen? Lassen wir die Katze ein bisschen laufen. Ich glaube, die ist auch ist leid, auf dem Bett die ganze Zeit sitzen zu bleiben. Ups. Um eine. Willst du... Na, okay. Oder wir nehmen die da weg. So. Oh, oh. Ja, ich muss noch mal die Nether. Das hier reicht auch hinten und vorne nicht. Selbst wenn ich den Rest noch mache. Hi, Mietz. So. Ulf ist unsere kleine Lagerkatze. Die passt schön auf, dass in dem Lager keine Creeper spawnen. Und wenn, dann werden die sofort vertrieben. Dann pounce die sofort drauf. Wäre doch gelacht. Ach ja, und unseren Besen müssen wir noch vom Himmel holen. Der hängt da immer noch oben. Ich bin keine gute Hexe. Ich kann nicht gut fliegen. Geb's ja zu. So. Hier haben wir... Wie gesagt, hier habe ich eigentlich einen Fehler gemacht, weil hier soll ja eigentlich auch ein halbes Dach hoch. Hast du einen Knoten drin? Super da. Knoten im WLAN-Kabel. Man kennt's. So viel Eisen. Yay. Hatte ich noch Truhen? Ja, ich habe noch Truhen. So. Wir werden mehr Hopper brauchen. Das hier reicht hinten und vorne nicht. Aber immerhin, es funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Ich habe hier nämlich ein ziemlich großes System vor. Bestehend aus den ganzen Samen, die ich hoffentlich noch in dem ganzen Modpack hier finde. Und das heißt, ein großes Hopper-System, damit ich das ganze Zeug dann direkt in die Küche geliefert bekomme, ganz frisch. Das ist nämlich der Plan. Oh Gott, ich werde so viele Hopper brauchen. Ne? Und deswegen brauche ich auch so viel Eisen. Ich habe hier chronischen Eisenmangel. Das wird, oh Gott, das wird so ein riesen Ding. Ein riesengroßes Ding. So, was ich jetzt mit der Corruption mache, weiß ich immer noch nicht. Gucken wir doch mal. Wenn man es richtig schreibt, dann funktioniert das auch. Black Glazed Urn. Dark Iron Ingot. Fire Brazier. Dark Iron Bars. Da kommen die her. Ah. Candle Holder. Ja, doch. Au. Wo kommt die denn her? Vom Dach wahrscheinlich, ne? Was denn? Alles gut? Corrupted Potions. Okay, also man kann... Ich hab ne Oh. Die Spinne hat den Kopf fallen lassen. Das finde ich schön. Was ist los, Silver? Was meinst du mit What the fuck? So. Ja, mein Dach ist gerade ein gewaltiger...
Okay, nee, es ist nicht das Dach. Hä, wo kommen die her? Oder kommen die doch vom Dach? Muss man nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. Okay, da drüben laufen. Wieso laufen da Zombies rum? Die dürften da gar nicht. Okay. Oder die kommen wirklich vom Dach. Wie ist der da hingekommen? Wie ist der da hingekommen? What the fuck, Leute? Was macht ihr da? Also außer sterben, meine ich. Muss man das verstehen? Dang it. War zu spät. Na gut. Ah, hier oben wollte ich noch was tun. Warte mal. Hier dürfte nichts spawnen, da dürfte nichts spawnen. Hier könnte was spawnen. Und hier oben könnte was spawnen. Das heißt, da muss ich noch was voll machen. So, also muss ich noch dafür sorgen, dass da nichts mehr spawnen kann. Ich überlege noch womit. Vielleicht mit Trapdoors oder so. Oder Buttons. Buttons gehen auch. Yay! 11 Level. Immer noch 11 Level. Mehr Kartoffeln. Ich brauche mehr Kartoffeln. Wie sich das Buch jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, so schwermütig erhebt, um sich zu öffnen. Auch immer schön. Was? Okay. Erzähl. Das müssen wir noch einschmelzen. Das kann noch. Aha. Verstehe, verstehe. Ist nicht wahr. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht und nicht gesagt. Ernsthaft? Gott, dem sollte man den Hintern versohlen. Nein, ich habe keine Ahnung, wovon die Katze redet. Das macht doch nichts. Und so macht Spaß. So. Was? Ich habe leider keinen Fisch. Ich müsste erst angeln gehen. Was ja vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee wäre. Es gibt Level und es gibt Fisch. Und den Fisch brauchen wir für die Katzen. Zum Zähmen. Oder beziehungsweise wir machen halt dieses Katzen-Unlock-Zeug. Weil wir davon haben, wir haben so viel Zeug dafür. Also, so Edelsteine haben wir sehr, sehr viele. Die wären also nicht das Problem. Mein Lieblingsvampir ist wieder da. Hallöchen, was gibt's? Pass auf, dass du nicht brennst. Oh. Ja, und alles andere müssen wir dann nochmal suchen. Nichts gebe ab. Auf mit Vampirwaldsuche. Warum gibst du auf? Warum guckst du nicht einfach mal, wo wir dich eigentlich die ganze Zeit hinlotsen wollen? Da ist ein Riesenwald im Süden. Du verreckst, okay. Na gut. Tagsüber da auf Suche zu gehen, ist ja auch irgendwo ein bisschen blöd. Willst du schlafen? Ich kann nicht schlafen gerade. Es ist Tag. Aber, ja. Aber nachts sind Monster. Ja. Das ist halt der Nachteil, wenn man Vampir ist, ne? Hat doch, ist nicht so hilfreich. Oftmals. Deswegen, also wenn ich mir aussuchen müsste, eine von den beiden Factions, dann würde ich mich eher für die Werwölfe entscheiden, weil die halt tagsüber rumlaufen können. Das einzige Problem, was sie halt haben, ist halt, dass überall Wolfsbane wächst und das ist weniger schlimm als weniger nervig als der ganze andere Kram. Ja. Ich muss in den Nether, ich brauche mir aber Crimson Wood. Und ich glaube, vorher mache ich mir noch eine Silk Touch. Sofern das geht gerade. Eine Silk Touch Pickaxe. Nur die Bluteimer. Mehr habe ich an Blut gerade nicht. Ich war jetzt auch nicht mehr irgendwo unten unterirdisch, um mir da was zu holen, leider.
Manchmal kriegt man ja Silk Touch auf den niedrigeren Leveln. Manchmal.